بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine sehr geehrten Geschwister. Ich heiße euch nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag, auch diejenigen, die online zuschauen. Und wir wollen heute weitermachen, insha'Allah ta'ala, mit der Reihe über die Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir befinden uns jetzt im Jahre 8 nach der Hijra. Die wichtigsten Ereignisse des Jahres 7 nach der Hijra waren einmal die Schlacht von Khaybar und einmal die Umrat al-Qadha. Die Schlacht von Khaybar und die Umrat al-Qadha. Was damit eng verbunden ist, ist auch der Islam von wichtigen Persönlichkeiten, was auch jetzt so bei diesem Ereignis, über das wir heute sprechen werden, insha'Allah ta'ala, eine wichtige Rolle spielt. Und zwar, wer ist in dieser Zeit Muslim geworden? Drei wichtige Persönlichkeiten, über die wir auch letztes Mal oder vorletztes Mal gesprochen hat. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, das letzte Woche war oder vorletzte Woche, hatten wir über den Islam von drei wichtigen Persönlichkeiten der Quraysh gesprochen gehabt. Welche waren das gewesen? Es waren drei Köpfe gewesen. Köpfe in wichtigen... Anfang nochmal? Nein, das ist, Abu Bakr ist schon ganz am Anfang gewesen. Wir reden jetzt über das siebte Jahr nach der Hijra. Abu Bakr ist der erste Muslim. Ja. Ah, sehr gut. Khalid ibn Walid. Er ist ein, also der Sohn von Al-Walid ibn Mughira, also ein, wie gesagt, Aristokrat, also aus einer wichtigen Familie. Ja, und ganz, ganz wichtig natürlich, er ist ein Experte, wenn es um militärische Angelegenheiten geht. Wir werden das heute noch, insha'Allah ta'ala, sehen, wenn wir über unser heutiges Ereignis sprechen werden. Also Khalid ibn Walid, die zweite Persönlichkeit, die Muslim geworden ist. Na, du hast dich gemeldet? Du wolltest auch Khalid sagen, ja. Amr ibn al-As. Ja. Und was zeichnet der Amr ibn al-As aus? Dass er auch ein Führer von der Quraysh war. Ja, aber was ist so sein Spezialgebiet gewesen? Wofür war er bekannt gewesen? Politischer. Er ist ein sehr, sehr, kann man sagen, ja, erfahrener Diplomat und Politiker gewesen. Was im Übrigen für die islamische Geschichte im Allgemeinen noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen sollte. Nicht nur zur Zeit des Propheten, sondern insbesondere auch, was die Ereignisse betrifft, nach dem Tode des Propheten, bei der Schlacht von Siffin, was die islamische Umma leider dann bis in unsere heutige Zeit gespaltet hat. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Und dann Nummer drei, der Hüter der Kaaba, wie hieß der nochmal? Der Hüter der Kaaba, der den Schlüssel der Kaaba in der Hand hielt. Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha. Ja, also drei wichtige Persönlichkeiten. Einmal jemand, der für die religiösen Angelegenheiten, die Quraysh verantwortlich gewesen war. Ja, der Hajib al-Kaaba, der verantwortlich war für die Kaaba. Ja, also eine wichtige Stellung in der Gesellschaft. Einmal jemand, der politisch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat, ein Vordenker, ein wichtiger Kopf der Quraysh und dann einer der besten, und das muss man nur ganz sagen, nicht nur, also einer der besten militärischen Führer, nicht nur der Quraysh, sondern der gesamten Menschheitsgeschichte überhaupt. Ja, nämlich Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhum jami'an. Und wie gesagt, Khalid ibn al-Walid soll bei diesem Ereignis, über das wir heute sprechen, zum allerersten Mal eine herausragende Rolle spielen. Und die Muslime sogar gerettet haben vor einer sehr, sehr starken Niederlage. Wir wollen uns heute, insha'Allah ta'ala, mit der Schlacht von Mu'ta beschäftigen. Der Schlacht von Mu'ta. Die Schlacht von Mu'ta mag nicht so bekannt sein wie beispielsweise die Schlacht von Badr oder die Schlacht von Uhud. Das hat einen ganz einfachen Grund. Nämlich,
An dieser Schlacht hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst nicht teilgenommen. Meine Frage an euch ist, wie nennt man nochmal eine Schlacht, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst beteiligt gewesen war, und eine Schlacht, an der er nicht selbst beteiligt gewesen war? Die Gelehrten haben hierfür zwei verschiedene Begriffe festgelegt. Ja, sehr gut. Reswa, richtig. Das ist eine Reswa. Und wie heißt eine Schlacht, an der er nicht teilgenommen hat zu seiner Zeit, zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Auch schon oft erwähnt gehabt. Sariya. Das nennt man was? Sariya. Okay. Also, eine Reswa und eine Sariya. Interessant ist, dass obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam an dieser Schlacht nicht teilgenommen hat, deswegen auch diese Schlacht vielleicht nicht ganz so bekannt ist, ja, wie die Schlachten mit unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Ghazawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Interessant ist, dass viele der Historiker des Islam, auch der früheren Historiker des Islam, die Schlacht von Mu'ta als eine Reswa bezeichnen. Könnte man sich fragen, warum? Kannten sie nicht den Unterschied? Ein Grund ist, dass es die erste Schlacht ist gegen die Byzantiner, wie wir noch sehen werden, inshallah. Das heißt, gegen die Rum, ja, die Byzantiner, die Christen, welche im Norden sind. Eine der Hauptmächte der damaligen Zeit. Und ein zweiter Grund mag sein, dass zum ersten Mal so viele Muslime in einer Armee vereint gewesen waren. Und zwar insgesamt 3000 Männer waren beteiligt gewesen. Man muss sich das mal vorstellen, diese Entwicklung. Wie viele Männer kämpften in der Schlacht von Badr? Auf der Seite der Muslime. Wie viele Männer? Nicht 70, nein. 300. 313, 14, da gibt es verschiedene sozusagen Zahlen, 317. Ja? Das heißt, innerhalb von 5 Jahren nur hat sich die Zahl derjenigen, welche auf der Seite der Muslime gekämpft haben, verzehnfacht. Das muss man sich vorstellen. Verzehnfacht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst nicht beteiligt gewesen war. Das heißt, viele der Muslime blieben zurück in Medina. Und trotzdem hat sich die Zahl verzehnfacht. Bei der Schlacht von Uhud kämpften wie viele Muslime? Wie viele Muslime kämpften in der Schlacht von Uhud gegen die Quraysh? Was? Nein, das waren die Quraysh gewesen, die 3000 Männer hatten. Waren 3000 in der Schlacht von Uhud. Wie viele waren auf Seiten der Muslime gewesen? 1000, und dann sind ja mehrere hundert abgezogen. Ja, dann waren sie noch ungefähr 700 gewesen. Also wir sehen, subhanallah, ja, wie die Anzahl der Muslime in dieser kurzen Zeit, in wenigen Jahren zugenommen hat. Unglaublich, diese Entwicklung. Wenn man sich die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sein Leben anschaut, was er bewirkt hat in diesen wenigen Jahren, dann kann man nur sagen, sein Leben an sich ist schon ein Zeichen von Allah. Dass diese Religion von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Weil das, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam bewirkt hat, in diesen wenigen Jahren, nur 23 Jahre, ich meine vorher, bis zum 40. Lebensjahr, war er ein ganz normaler Mensch gewesen. Hatte keine Botschaft gehabt, gar nichts. Und innerhalb von 23 Jahren schafft er ein neues Reich. Ein Reich, was die gesamte arabische Halbinsel umfasst. Das muss man sich vorstellen. Jemand, der nichts hat, ein Waisenkind, der unterdrückt wird, vertrieben wird von seinem Volk. Also im Grunde genommen kann man nicht sagen, 23 Jahre, sondern die ersten 13 Jahre lebte er unter Unterdrückung. Das heißt, innerhalb von 10 Jahren hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit der Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala die gesamte arabische Halbinsel aus dem Nichts erobert und für den Islam gewonnen. Das an sich ist schon ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Wunder, ein Wunder. Also jemand, der das liest, der muss sagen, das kann kein normaler Mensch, oder? Ich meine, wenn wir von Alexander dem Großen hören oder diesen großen Eroberern, ja, dann das sind alles Leute, die schon ein Riesenreich hatten. Das sind ja nicht irgendwie Leute, die aus dem Nichts etwas geschaffen haben. Aber nennt mir mal eine Person, die es geschafft hat, innerhalb von 10 Jahren als Flüchtling sozusagen die gesamte Welt zu verändern. Und zwar nachhaltig. Nachhaltig. Also mir ist, ich weiß, ich kenne ja ein Beispiel aus der Menschheitsgeschichte, mir ist kein Beispiel bekannt. Ich kenne niemanden, der das geschafft hat. Bei den Propheten, wenn man sich die Propheten anschaut, welcher Prophet hat das geschafft?
Isa alaihi salam, das Christentum. Wann hat sich das Christentum angefangen wirklich zu verbreiten unter den Menschen? Wann wurde das Christentum wirklich dann zu einer Staatsdoktrin? Erst 300 Jahre später, ja, als dann Konstantin ja, das Christentum angenommen hat und die Christen lebten in Unterdrückung. Und es hat sich verbreitet, aber es war, wie gesagt, und 300 Jahre hat es gedauert. Und unser Prophet, sallallahu alaihi, in 10 Jahren, das muss ich auf die Zunge zergehen lassen, ja, hat er die Welt verändert. Das kann kein normaler Mensch, das geht gar nicht, Und das nicht irgendwie an einem Ort, der eine Metropole ist, sondern irgendwo auf der arabischen Halbinsel. Und noch zu seinen Lebzeiten sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt ein Exempel statuieren. Und das ist die Schlacht von Mu'tah. Es ist unglaublich wichtig, diese Schlacht. Man darf diese Schlacht nicht unterschätzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war selbst nicht beteiligt gewesen, aber diese Schlacht war ein Zeichen gewesen. Ein Zeichen gewesen dafür, dass der Islam eine globale Religion ist. Nicht nur für die arabische Halbinsel bestimmt. Diese Schlacht war ein Zeichen dafür gewesen, dass der Islam sich auch in diesen Regionen, in denen das oströmische Reich, die Byzantiner herrschten, sich ausbreiten wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es noch zu Lebzeiten prophezeit. Was sagte denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Zeichen des jüngsten Tages? Er sagte sallallahu alaihi wasallam, u'udut sitten bayna yaday as-sa'a. Zähle 6 Dinge auf vor der Stunde. Es gibt viele kleine Zeichen, aber in einer Überlieferung sagt er, zähle 6 Dinge. Was ist das erste? Er sagte, mein Tod, dass ich sterben werde. Das ist ein Zeichen vom jüngsten Tag. Und dann was? Fathu Bayt al-Maqdis. Und dann die Eroberung von Jerusalem. Wo liegt Jerusalem? Ja, liegt ja, wie gesagt, im heutigen Palästina, ja, so in Asham, ja, dort, wo das Byzantinische Reich im Grunde genommen auch Fuß gefasst hatte. Eine wichtige Region. Wie kommt es jetzt dazu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 3000 Männer in den Norden schickt, so viele Kilometer entfernt? Das ist die erste Schlacht, die so weit entfernt ist, außerhalb der arabischen Halbinsel. Und zwar an einem Ort mit dem Namen Mu'tah. Wo liegt Mu'tah heute? Mu'tah liegt heute in Jordanien, im heutigen Jordanien, also das Staatsgebiet Jordanien. Mu'tah ist ein kleiner Ort heute, der bekannt ist unter dem Namen Al-Mazar. Ist jemand von euch aus Jordanien? Kommt jemand von euch aus Jordanien? Ja? Okay, kennt ihr das? Al-Mazar, habt ihr schon mal gehört? Al-Mazar? Ja? Das Al-Mazar ist ein, wie sagt man auf Arabisch, wenn man einen Ort immer wieder besucht, weil da dort wichtige Persönlichkeiten liegen, eine Gedenkstätte, eine Art Gedenkstätte, ja, weil dort an diesem Ort 3 wichtige Sahabis begraben liegen, wie wir gleich noch sehen werden, inshallah ta'ala. Und deswegen die Leute dort immer wieder hingehen, ja, um die Gräber dieser Sahabis zu besuchen. Und auf jeden Fall, wie kommt es dazu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach so 3000 Männer in den Norden schickt? Wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat nicht einfach so irgendwelche Leute angegriffen, wie wir auch schon bei den anderen Schlachten hatten, sondern es gab immer einen Grund. Und auch hier gab es mehrere Hintergründe. Und zwar, damit wir das auch verstehen, das Byzantinische Reich hatte sogenannte Vasallen unter den arabischen Stämmen. Was sind Vasallen? Das heißt, es sind Stämme, die christlich gewesen sind, also christliche Araber, welche Verbündete gewesen sind des Byzantinischen Reiches. Das sind unter anderem die Ressasiner gewesen, die im Norden der arabischen Halbinsel gelebt hatten. Und von ihnen verschiedene Stämme, unter anderem der Stamm der Benu Kelb von den Qudaa. Und was haben diese Stämme gemacht? Diese Stämme haben immer wieder die Muslime angegriffen. Und es gab jetzt ein Ereignis, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Immer wieder hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf reagiert. Ja, und zwar gab es eine Auseinandersetzung im Jahre 5 nach der Hijra, die nennt man Dumat al-Jandal, über die haben wir jetzt nicht gesprochen, aber das eine kleinere Auseinandersetzung gewesen war. Dann gab es im Jahre 6
eine Auseinandersetzung, ebenfalls gegen einige Stämme aus dem Norden. Und jetzt kommt der Hauptgrund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt 3000 Männer in den Norden schickte. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam was gemacht? Er hat mehrere Boten zu den verschiedenen Herrschern des damaligen Reiches geschickt. Wir werden nächste Woche darüber sprechen, inshallah ta'ala. Ich wollte das eigentlich heute machen, aber das schaffen wir nicht mit der Schacht von Mutter zusammenzubringen. Deswegen werden wir das nächste Woche tun, inshallah ta'ala. Das werden wir auch nur kurz machen, die verschiedenen Briefe, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam an die Herrscher schickte. Und er schickte einen Boten mit dem Namen Al-Harith ibn Umair al-Azdi zu dem Regenten und dem Herrscher der Stadt Busra, die ebenfalls im Norden liegt. Und auf dem Weg dorthin wurde er von einem arabischen Stamm, der christlich gewesen ist, von den Ressassiner, auf Arabisch Ressassiner, wurde er aufgehalten. Er wurde zu dem Anführer dieses Stammes gebracht, mit dem Namen Charahbil ibn Amr al-Ghassani. Und was machte dieser Charahbil? Er tötete den Boten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Al-Harith ibn Umair al-Azdi, ohne jeglichen Grund. Und genauso wie in unserer heutigen Zeit darf man Diplomaten nichts antun. Selbst wenn Staaten miteinander verfeindet sind, sich sogar im Krieg befinden, Diplomaten haben immer Immunität. Diplomaten darf man nicht antasten und schon gar nicht töten. Und was hat er gemacht? Er hat einfach den Boten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam umgebracht. Und nicht einfach umgebracht, sondern was hat er gemacht? Er hat ihn erst einmal gekreuzigt und dann hat er ihn mit eigener Hand getötet. So lange geschlagen, bis er gestorben ist. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das erfahren hat, sagte er, wir können das nicht einfach so hinnehmen. Es gab immer wieder Übergriffe, aber diesmal wurde das fast zum Überlaufen gebracht. Und dementsprechend hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam 3000 Männer zusammengestellt, welche die Aufgabe hatten, in den Norden zu ziehen, um den Byzantinern eine Lektion zu erteilen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat hierfür drei Anführer für die Armee festgelegt. Und das machte er zum ersten Mal. Drei Anführer, nicht nur ein, sondern drei. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es authentisch überliefert wird, in Qutile Zayd, sollte Zayd sterben, also der erste, den er festlegte, das ist der Hauptanführer gewesen, ist Zayd ibn Haritha gewesen. Und er sagte, sollte Zayd getötet werden, so ist Ja'far ibn Abi Talib sein Nachfolger. Und sollte Ja'far ibn Abi Talib getötet werden, so ist Abdullah ibn Rawaha sein Nachfolger. Und jemand Viertes legte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht fest. Zayd ibn Haritha, wer war nochmal Zayd ibn Haritha gewesen? Wer war nochmal Zayd ibn Haritha gewesen? Eine wichtige Persönlichkeit, jemand, der eine wichtige Stellung im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam hatte. Und den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer gegenüber den anderen bevorzugt hat. Sodass sogar unsere Mutter Aisha sagte, hätte Zayd gelebt nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dann wäre er anstelle von Abu Bakr gewesen. Und das sagt sie über ihren eigenen Vater. Allahu Akbar. Zayd ibn Haritha war einer, der schon zu Lebzeiten gesagt bekommen hat, dass er in Jannah kommen wird. Glaube ich, nein. Es gehört nicht zu den Zehn der Mubasharin. Aber er ist sicherlich im Paradies, ja, weil er Shahid ist, gar keine Frage, weil der Prophet ihm das bescheinigt hat. Aber wer war das gewesen? War das nicht der, der am besten vom Leben bekommen hat, der immer an seiner Stelle war? Nein, er war immer bei ihm gewesen. Aber wer ist er gewesen? Ist der ehemalige Adoptivsohn unseres Propheten gewesen? Der Prophet hatte ihn adoptiert gehabt. Das heißt, er war wie sein Sohn, er hieß Zayd ibn Muhammad. So dass sogar Abdullah ibn Abbas gesagt hat, ich wusste gar nicht, dass er sein Adoptivsohn ist, bis zu dem Tag, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Verse herabgesandt hat, dass es verboten ist, jemanden zu adoptieren. Er ist der einzige Sahabi, der im Koran namentlich erwähnt wird, in welcher Surah, Surah al-Ahzab. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَى. Subhanallah, der einzige Sahabi.
der im Koran namentlich erwähnt wird. Weder Abu Bakr wird erwähnt, noch Ali ibn Abi Talib wird erwähnt, noch Uthman ibn Affan. Der einzige Sahabi, der namentlich erwähnt wird, ist Zayd. Bis zum jüngsten Tag rezitieren wir diesen Vers, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er übergab ihm die Hauptverantwortung. Und dann sollte ihm etwas passieren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als hätte er das im Gefühl gehabt, vielleicht war das auch eine Eingebung von Allah subhanahu wa ta'ala gewesen, legte er jemanden zweites fest für den Fall der Fälle. Und das machte er hier zum ersten Mal, weil es sich um eine so wichtige Unternehmung handelt. Das war nicht eine kleine Unternehmung, ja, wo 200, 300 Leute, das waren 3000 Männer, das ist eine richtige Armee gewesen. Und dementsprechend musste der Prophet sallallahu alaihi wa sallam organisieren. Er selbst nahm daran nicht teil, wir wissen nicht warum. Also über die Schlacht von Mu'tah wird nicht so viel überliefert. Wir haben nur einzelne Fragmente von diesem Ereignis. Der Grund ist ganz einfach, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam selbst nicht anwesend gewesen war. Und dementsprechend es nicht so viele Überlieferungen gibt, wie bei den Schlachten, an denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam anwesend gewesen war. Und auch der Koran nicht wirklich über diese Schlacht spricht. Aber sie ist unglaublich wichtig gewesen. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, sollte Zayd sterben und fallen in der Schlacht oder ihm etwas geschehen, wer tritt dann an seine Stelle automatisch? Jemand, der dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls sehr, sehr nahe stammt. Und den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über alles liebt. Und über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, nach der Schlacht von Khaybar, als er aus Abessinien angekommen ist, ich weiß nicht, worüber ich mich mehr freuen soll. Darüber, dass wir Khaybar erobert haben, oder darüber, dass Ja'far ibn Abi Talib gekommen ist. Ja'far ibn Abi Talib, der Cousin unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam und der ältere Bruder von Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda. Ja? Ja'far ibn Abi Talib sollte dann an seine Stelle treten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diejenigen auserwählt, die er am meisten liebte. Und dann sagte er, sollte ihm auch etwas geschehen, dann Abdullah ibn Rawaha. Wer war nochmal Abdullah ibn Rawaha gewesen? Wer war das nochmal gewesen? Wir hatten ihn erwähnt gehabt, auch, ich glaube sogar, war das gewesen, letzte Woche hatten wir ihn erwähnt gehabt. Bei der Umrat al-Qadha. Ein Dichter. Er war ein Dichter gewesen. Wir hatten letzte Woche gesagt gehabt, als er dann sozusagen in Mekka dann eingezogen ist, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, um die Umrah zu vollziehen, hat Abdullah ibn Rawaha einige Gedichtverse aufgesagt. Abdullah ibn Rawaha ist ein brillanter Dichter gewesen. Ein brillanter Dichter gewesen. Sehr, sehr eloquent. Er gehört zu den Ansar. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, sollte Ja'far etwas geschehen, dann ist an seiner Stelle wer? Abdullah ibn Rawaha. Und jemand anderes legte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht fest. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erforderte von ihnen auf, dass sie zu dem Ort gingen, wo Al-Harith ibn Umair al-Azdi, der Bote unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, zu Busra, ja, dass sie sich an diesen Ort begeben sollen, wo er getötet wurde, und dass sie dort dann die Menschen zu Allah subhanahu wa ta'ala einladen sollen. Und sollten sie den Islam annehmen, dann ist das gut. Wenn nicht, dann sollen sie sich auf Allah stützen und gegen sie kämpfen, weil sie es Unrecht begangen haben. Und jetzt macht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas, was er immer wieder gemacht hat bei Schlachten. Was uns aufzeigt, dass es auch moralische Vorschriften im Krieg gibt. Und dass der Krieg keine, dass der Krieg nicht etwas ist, wo die Moral und die Ethik ausgeblendet werden dürfen, sondern ganz im Gegenteil, wo es klare Regeln gibt, die Allah Ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer wieder festgelegt haben. Regeln, die die Menschen erst im vielleicht 19. Jahrhundert für sich entdeckt haben und sich darauf geeinigt haben. Allgemeine Konventionen, die für alle Staaten gelten, die aber immer wieder auch mit den Füßen getreten werden. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat schon vor 1400 Jahren diese Regeln festgelegt. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen, bevor er sie marschieren ließ? Und zwar sagte er, Usikum bi taqwa Allah. Ich lege euch die Gottesfurcht ans Herz. Wa biman ma'akum minal muslimina khayra. Ja, und dass ihr gut seid, ja, mit den Muslimen, die bei euch sind. Und dann, Ursu Bismillah, kämpft im Namen Allahs.
Fi sabilillah, man kafara billah, auf dem Wege Allahs, gegen diejenigen, welche ungläubig sind gegenüber Allah. Und mit Unglaube ist hier nicht gemeint, dass sie einfach nur nicht glauben, sondern mit denjenigen, die sich bewusst gegen den Glauben gestellt haben und die Muslime angegriffen haben. Und jetzt ganz wichtig, ja, kommen ganz klare Vorschriften, wie ich mich zu verhalten habe. La taghdiru, begeht keinen Verrat, keinen Hinterhalt. Ja, wa la taqtulu walida, tötet keine Kinder. Wa la mra'a, keine Frau. Wa la kabiran faniya, keinen alten Menschen. Ja, wa la mun'azilan bi sawma'a, niemanden, der sich zurückgezogen hat in einem Gebetshaus. Wa la taqrabu nakhla, und schneidet keine Palmen ab. Ja, also auch einfach Pflanzen ohne Grund abzuschneiden, das ist etwas, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat. Wa la taqta'u shajara, und schneidet, fällt keine Bäume. Wa la tahdimu bina'a, und zerstört keine Häuser. Wa idha laqitum aduwakum min al-mushrikin fad'uhum ila ihda thalath, und wenn ihr euren Feind trefft von den Mushrikin, so bittet sie oder so fordert sie zu drei Dingen auf. Imma al-Islam, entweder den Islam, wa imma al-Jizya, oder dann die Steuer, wa imma al-Harb, oder den Krieg. Was für Vorschriften, was für Regeln. Das ist nicht einfach wie damals die Araber gewesen, ich greife an und versuche Beute zu erlangen und das ist völlig egal, wie ich das tue und was ich tue, ob ich Unrecht begehe oder nicht, bekommt sowieso kein Mensch mit. Nein, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er verlangt von dem Muslim, den Akhlaq, die Moral zu berücksichtigen, egal in was für einer Situation er sich befindet. Der Krieg ist kein Grund dafür, dass ich Unrecht begehen darf. Der Krieg ist kein Grund dafür, dass ich zu Unrecht jemanden töten darf. Und deswegen einmal sah der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach einer Schlacht eine Frau auf dem Boden liegen. Tot. Und er sagte, so jemand, ja, hätte nicht getötet werden dürfen. Woraufhin dann ihm gesagt wurde, sallallahu alaihi wasallam, dass diese Frau ebenfalls gekämpft hat. Und er das dann sozusagen gesagt, okay, in diesem Fall ist es möglich, aber grundsätzlich gilt es, dass ich keine Frau töten darf, die ich beteiligt ist. Ich darf keine Zivilisten töten. Und da sehen wir, dass vieles von dem, was heute geschieht, dass Bomben einfach auf Städte herabgelassen werden, ja, Menschen, unschuldige Menschen sterben, dass all das nicht mit den moralischen Vorschriften des Islam in Einklang zu bringen ist. Ja, all das, was wir heute sehen an Unrecht, ja, ist alles unmoralisch, nicht in Einklang zu bringen. Ja, weil wenn ich eine Bombe, ja, von einem Flugzeug aus auf eine Stadt, die bewohnt ist, schmeiße, dann sterben Kinder, dann sterben Frauen. Die macht keinen Unterschied, die Bombe, ob es eine Frau ist, ob es ein Kind ist, ob es ein alter Mann ist, ob es sich um ein Gebetshaus handelt. Das, was der Koran immer wieder auch, wohin er uns auch ermahnt, ja, dass wir keine Gebetsstätten zerstören dürfen, keine Kirchen zerstören dürfen. Ja, das steht im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt es explizit. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er gibt ihnen also noch einmal diese wichtigen moralischen Vorschriften und mit auf den Weg, und dann begleiten die Muslime ihre Armee bis zu einem Ort, der heißt Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' ist eine Anhöhe gewesen, Thaniyah heißt Anhöhe, vor Medina, wo auch unter anderem die damals die Ansar den Propheten sallallahu alaihi wa sallam erwartet hatten. Und ihr kennt ja dieses bekannte Gedicht, ja, Tala al-Badru alayna, ja, min thaniyatin wada. Ja, der Mond, der Vollmond ist aufgegangen, von wo? Von Thaniyat al-Wada, ja, von diesem Ort, ja, in Medina, wo die Leute immer wieder dann die Reisenden empfangen haben und verabschiedet haben. Und auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann mit den anderen Muslimen aus Medina, die Muslime, die sich auf den Weg gemacht haben zu dieser schweren Unternehmung, dann noch begleitet, und er machte Dua für sie und sagte dann zu ihnen, dafa'a Allahu ankum wa raddakum salihin ghanimin, möge Allah ta'ala von euch den Feind fernhalten und möge er euch fromm rechtschaffen und voller Erfolg, ja, mit einer Ranima, ja, aber nicht nur in Bezug auf das Materielle, sondern im Allgemeinen, ja, mit einem Erfolg zurückkehren lassen. Und sie machten sich jetzt auf den Weg. Kurz bevor sie sich aber auf den Weg machten, geschah etwas Merkwürdiges. Und zwar Abdullah ibn Rawaha, der dritte Emir in der Reihenfolge,
er fing an zu weinen, dieser bekannte Dichter. Und er weinte sehr, sehr stark. Und dann sagten einige, ja, warum weinst du? Woraufhin er sagte, Wallahi ma bi hubbu dunya wa sababa. Bei Allah, es geht mir nicht um die Liebe zu Dunya, ich habe keine Angst zu sterben. ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار. Aber ich hörte den Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم einen Vers rezitieren aus dem Buche Allahs, in dem über das Feuer gesprochen wird. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Und es gibt niemanden, der nicht in Kontakt mit dem Höllenfeuer treten wird. Und als ich an diesen Vers gedacht habe, ja, in Surat Maryam, Vers Nummer 71, ja, da musste ich weinen. Falastu adri kayfa bi bis-sadri ba'da al-wulud. Ich weiß nicht, wie es dann sein wird, ja, wenn ich erst einmal in Kontakt mit dem Höllenfeuer trete, ob ich dann auch wieder herauskommen werde. Woraufhin die Muslime dann, wie gesagt, Dua machten für ihn und er sagte dann ein sehr, sehr schönes Gedicht auf. Lakinni as'alu ar-Rahman maghfiratan wa darbatan dhata faraghin taqzifu zabada aw ta'natan bi yadi harrani mujhizatan bi harbatin tanfudhu al-ahsha'a wal-kibada hatta yaqulu idha marru ala jadathi arshadahu Allahu min ghazin wa qad rashada. Ja, er war ein bekannter Dichter gewesen und er machte dann dieses Gedicht, ja, ich bitte sozusagen den Allerbarmer um Vergebung und dass er mir die Kraft gibt, dass ich sozusagen einen Schlag dem Feind versetze, sehr, sehr, sehr frei übersetzt, ja, und dass ich es schaffe, dann sozusagen dem Feind zu schlagen und dass, wenn ich dann selbst getroffen werde und auf dem Boden liege und als Shahid sterbe, dass, wenn die Leute an meinem Grab vorbeikommen, sagen, möge Allah Ta'ala denjenigen, diesen Kämpfer, der hier gewesen ist, leiten und ihm sozusagen das Paradies geben. Gessalam. Ja, das sind dann die Worte gewesen, die darauf hindeuten, was sie für einen Iman hatten. Ja, wie der Iman in ihrem Herzen gewesen ist und dass sie alles, was sie getan haben, immer mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden haben. Und das ist das Wichtige, was ich auch aus diesem Ereignis lerne, dass egal, was ich tue als Muslim, egal, was ich tue als Muslim, ja, ich sollte immer wieder vor Augen haben, was das eigentliche Ziel in meinem Leben ist. Diese Gottesfurcht sollte mich begleiten an jeden Ort. So wie es bei Abdullah ibn Rawaha gewesen ist. Er macht sich auf den Weg für Allah und trotzdem hat er Angst vor dem Höllenfeuer, subhanallah. Es ist immer diese gesunde Mischung zwischen Hoffnung und zwischen Ehrfurcht gegenüber Allah. Diese gesunde Mischung, die brauchen wir. Wir leben leider heute in einer Zeit, ja, wo die Menschen, und das gab es schon immer, ja, aber heute wird das nochmal besonders deutlich, ja, wo die Menschen versuchen, entweder das eine oder das andere hervorzuheben. Es gibt die einen, die immer nur vor der Hölle waren. Und es gibt die anderen, die sprechen nur von der Barmherzigkeit Allahs. Aber ich als Muslim sollte beides miteinander in Einklang bringen. Ich brauche zwei Flügel, wie die Gelehrten sagen. Ibn Qayyim, er beschreibt das sehr, sehr schön in einem seiner Bücher. Ich brauche zwei Flügel, mit denen ich zu Allah gelange. Dem Flügel der Hoffnung und dem Flügel der Ehrfurcht gegenüber Allah. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Ittaqillaha haythuma kunt. Fürchte Allah, wo immer du bist. Egal in welchem Zustand du dich befindest, fürchte Allah. Und lass einer schlechten Tat eine gute Tat folgen, auf dass diese gelöscht wird. Und begegne den Menschen mit einem guten Charakter. Und jetzt machen sie sich auf den Weg. Und sie gelangen zu einem Ort mit dem Namen Ma'an, der sich schon außerhalb der arabischen Halbinsel befindet, ja, in Asham. Und die Byzantiner und die Ressaniden, die christlichen Araber, die Stämme, sie haben natürlich davon mitbekommen. Die Muslime haben sich mit einer großen Armee auf den Weg gemacht. Und was geschieht jetzt? Sie stellen ebenfalls eine Armee zusammen. Eine Armee bestehend aus einer byzantinischen Armee, einer Berufsarmee, und bestehend aus Kämpfern von den christlichen arabischen Stämmen. Wie viele waren jetzt versammelt gewesen oder wie viele versammelten sich jetzt gegen die Muslime? 100.000. Das sagen einige. Manche sagen, es waren alleine 100.000 Byzantiner und 100.000 von den arabischen Stämmen. Also insgesamt 200.000. Manche sprechen von 150.000.
Allahu a'lam. Wahrscheinlich sind diese Zahlen etwas übertrieben. Das muss man ganz offen sagen. Wahrscheinlich sind diese Zahlen etwas übertrieben. Warum? Aus welchem Grund sind sie etwas übertrieben? Erstens, keiner hat das gezählt. Nummer eins. Ja? Und selbst heutzutage, wenn man sagt, wie kann das sein, dass die Zahlen so übertrieben sind, habt ihr schon mal Nachrichten gehört nach einer Demonstration hier in Deutschland, in Berlin? Da gibt es immer verschiedene Schätzungen, oder? Die einen sagen, das waren 1.000 gewesen, andere sagen 10.000, oder? Kennt ihr das? Manche sagen, das war eine Millionen-Demo. Ich kann mich sehr gut erinnern, ja, in Ägypten, als es da zu dieser Sisi-organisierten Demonstration kam, haben die von einer Millionen-Demo gesprochen. Ja, und die anderen haben gesagt, es waren vielleicht ein paar Tausend gewesen. Und das muss man sich natürlich vorstellen. Ja, damals gab es keine Kameras, die kannten sich nicht. Es gab, man hat einfach den Feind gesehen. Da kam einem natürlich sehr, sehr riesig vor. Wir müssen aber davon ausgehen, ich habe einen Vortrag diesbezüglich von Yasir Qadhi gehört. Ich kann euch nur empfehlen, diese Sira auch von ihm zu hören. Das ist sehr, sehr ausführlich. Ja, sehr gut hat er das gemacht, mashallah, Dr. Yasir Qadhi aus den USA in englischer Sprache. Ja, er meinte, er geht davon aus, vielleicht 10.000. Es war auf jeden Fall mehr gewesen als die Muslime. Die Muslime haben sich gar nicht darauf eingestellt gehabt, dass die Byzantiner ihnen zur Hilfe eilen werden. Es ging ihnen darum, die christlichen arabischen Stämme, den christlichen arabischen Stämmen eine Lektion zu erteilen, welche es gewagt haben, einen Boten zu töten, zu unrichten. Und dass die Byzantiner jetzt ebenfalls eine Berufsarmee schicken werden, eine ausgebildete Berufsarmee, damit haben sie nicht gerechnet. Es war auf jeden Fall eine Übermacht gewesen. Aber dass wir von 100.000 oder 200.000 sprechen, das ist natürlich übertrieben. Ja, deswegen müssen wir auch manchmal ein bisschen kritisch mit diesen Zahlen umgehen, ja, fragen, woher kommen diese Zahlen, ja, woher wusste man das, aber es war in jedem Fall eine Übermacht gewesen. Es war in jedem Fall eine Übermacht gewesen, sodass die Muslime überrascht gewesen waren über diese riesige Anzahl. Und deswegen, als sie jetzt an diesen Ort gekommen sind, in Ma'an, haben jetzt die Muslime beraten. Und sie haben 2 Tage lang beraten, was sollen sie tun. Einige haben gesagt, lasst uns einen Boten zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam schicken und ihn fragen und darum bitten, dass er uns was schickt, Medet, das heißt Unterstützung, noch weitere Kämpfer. Ein anderer sagte, wir sind jetzt hier, wir haben im Grunde genommen unsere Aufgabe erledigt, sie wissen, dass wir uns nicht einfach etwas gefallen lassen, jetzt können wir wieder zurückgehen, das ist ja das eigentliche Ziel gewesen, dass wir Präsenz zeigen. Und wir haben keine Chance gegen so viele Menschen, lass uns wieder zurückkehren. Und jetzt kam Abdullah ibn Rawah, der eine wichtige Rolle spielen sollte in dieser Schlacht. Der Eloquente, ein Redner, ein Prediger, Zayd ibn Haritha wollte unter anderem auch ihn hören und er motivierte jetzt die Leute. Und das zeigt, ja, dass die Sahaba nicht verrückt gewesen sind. Das war kein, weiß ich nicht, das war kein Selbstmordkommando gewesen oder dass sie gesagt haben, wir haben keine Chance irgendwie, wir wollen uns einfach ja, ohne Grund in den Tod stürzen. Nein, so waren die Sahaba nicht gewesen. Die Sahaba haben die Sachen gut durchdacht und sie haben sich eine Chance ausgerechnet. Auch wenn sie gering ist, aber sie haben sich eine Chance ausgerechnet. Weil sie wussten, sie kämpfen mit Iman. Und genau das ist es, was Abdullah ibn Rawaha in seiner brillanten Predigt an diesem Tag sagte. Ja, Qaum, o mein Volk, Wallahi inna alladhi takrahuna lalladhi kharajtum tatlubuna shahada. O mein Volk, das, was ihr verhasst, ist genau das, wofür ihr hinausgezogen seid, nämlich um das Martyrium zu erlangen. وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ. Wir bekämpfen die Leute nicht durch unsere Anzahl oder durch unsere Kraft oder unsere Quantität. مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهِ. Wir bekämpfen sie nur mit dieser Religion, mit der Allah subhanahu wa ta'ala uns beehrt hat. فَانْطَلِقُوا, so lasst uns aufbrechen. فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ, weil es handelt sich um eine von 2 guten Dingen. إِمَّا ظُهُورٌ, entweder siegen wir. Sie haben sich also einen Sieg ausgemalt. Und das war ihr Ziel gewesen. Es war nicht einfach ein Selbstmordkommando gewesen. Nach dem Motto, so, wir haben so keine Chance, egal, wir opfern einfach unser Leben. Nein, so sind nicht Muslime. Muslime halten sich immer an die Asbab. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihnen beigebracht.
Das heißt, an die Mittel, die Allah Ta'ala ihm sozusagen zur Verfügung gestellt hat. Und deswegen, bevor wir jetzt weitermachen, hört euch mal diese Verse von Surat Al-Anfal an. Ganz, ganz wichtig, wo Allah Ta'ala das ganz klar festlegt. Surat Al-Anfal, Vers Nummer 65 und 66. Ja, ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala al-qital. O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an. Und jetzt kommt es. In yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Wenn es unter euch 20 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Guck mal, 1 zu 10. Was? 1 zu 10 ist das höchste am Maß. Mehr geht nicht. وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Und wenn es unter euch 100 gibt, werden sie 1000 von denen, die ungläubig sind, besiegen. أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Weil sie Leute sind, die nicht verstehen. Und jetzt geht's weiter. Ganz wichtig, das war am Anfang gewesen. الآن خفف الله عنكم. Jetzt aber hat Allah es euch leicht gemacht. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا. Er weiß ja, dass in euch Schwaches angelegt ist. فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. Wenn es nun unter euch 100 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Und wenn es unter euch 1000 gibt, werden sie 2000 besiegen. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah ist mit den Standhaften. Subhanallah, das sind die Worte Allahs. Allah sagt, es gibt Grenzen. Ja, es muss einfach, wie gesagt, der Mensch kann nicht gegen die gesamte, eine Person kann nicht gegen die gesamte Welt kämpfen. Funktioniert nicht. Das, was wir heutzutage hören von einigen, ja, die sagen, ja, kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Wie oft hat eine kleine Gruppe, eine große Gruppe besiegt mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann motivieren die Leute. Wo sind aber die Voraussetzungen dafür? Du kannst doch nicht als einzelne Person gegen die ganze Welt kämpfen, was auch überhaupt nicht von dir gefordert wird, das ist immer dahingestellt. Ja, aber da werden dann Jugendliche motiviert und es wird so getan, als würden die physikalischen Gesetze für uns Muslime nicht gelten, als wären wir irgendwie Übermenschen. Selbst unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam konnte nicht einfach so gegen eine Übermacht kämpfen. Es gibt Grenzen dafür. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen haben sie überlegt, sollen wir jetzt, sollen wir nicht? Und er sagte, ja, immer wohl ein wieder siegen wir. Das heißt, er hat sich eine Chance ausgerechnet. Und deswegen 200.000 ist übertrieben, völlig übertrieben. Ja, es war eine Übermacht gewesen, aber nicht so, dass man sagt, weiß ich, dass 1% Muslime und 100% funktioniert nicht. Ja, das ist eine Übertreibung. Ja, immer wohl, entweder werden wir siegen, oder wir werden als Märtyrer sterben. Und wie gesagt, er hat sie dann mit diesen Worten motiviert. Und sie sagten dann, wir werden kämpfen. Und sie haben auch gekämpft. Und zwar am nächsten Tag, den ganzen Tag, gab es eine Schlacht. Wir wissen nicht ganz genau die Einzelheiten, wie diese Schlacht ausgefallen ist. Aber wir wissen eines. Und zwar, dass die drei Anführer, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam festgelegt hat, einer nach dem anderen gestorben ist. Und gefallen ist in dieser Schlacht. Und zwar gefallen ist wie ein Held, ein wahrer Held. Wer ist der erste Anführer gewesen? Wer war das nochmal gewesen? Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, er hält das Banner in der Hand. Und er kämpft wie ein Held. Und er fällt auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Wo befindet sich gerade der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? In dem Moment, wo befindet er sich? In Medina. Das heißt, hunderte, wenn nicht sogar über 1000 Kilometer entfernt von dem Ort der Schlacht. Aber in dem Moment, wo Zayd fällt, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu den Menschen, die um ihn herum sind, Qutila Zayd. Zayd ist gestorben und unser Prophet wird traurig. Warum? Sein Sohn. Ist wie sein Sohn. Voller Trauer, der Prophet sallallahu alaihi. Er setzt sich hin und er sagt, Qutila Zayd. Allah Ta'ala, er hat dem Propheten eine Live-Übertragung gegeben, sallallahu alaihi. Damals ein Wunder, heutzutage ganz normal. Ja, wir gucken Fernsehen, live, irgendwelche Live-Spiele, das ist ganz normal auf der Welt.
Allah Ta'ala, er hat unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Schlacht gezeigt, was geschehen ist. Er hat ihm eine Offenbarung gegeben. Qutila Zaytayn ist gestorben. Und jetzt nimmt wer das Banner in die Hand? Der Zweite. War er der Zweite gewesen nach Zayd ibn Haritha? Ja? Ja'far ibn Abi Talib. Und Ja'far ibn Abi Talib sollte an diesem Tag Unglaubliches zeigen. Er nahm das Banner in die Hand. Und viele haben sich die Feinde auf ihn gestürzt, weil derjenige, der das Banner in der Hand hält, ist derjenige, der auch dann von dem Feind am meisten angegriffen wird. Und während er kämpft, wird ihm die rechte Hand abgeschlagen oder der rechte Arm. Was macht Zayd? Was macht Ja'far ibn Abi Talib? Ja'far ibn Abi Talib, er kämpft weiter. Er war vorher auf einem Pferd gewesen. Sie haben die Beine des Pferdes abgeschlagen. Ja? Er kämpfte weiter auf dem Boden. Sie haben seine rechte Hand abgeschlagen. Und er nimmt das Banner in die linke Hand. Und er kämpft. Und sie schlagen seine linke Hand ebenfalls ab. Aber was macht er? Er gibt nicht auf. Er nimmt das Banner mit dem, was noch von seinen beiden Armen übrig ist, und versucht es hochzuhalten. Weil es geht darum, das Banner oben zu halten. Und subhanallah, er wird getötet. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina sagt, und er weint, Qutila Ja'far. Qutila Ja'far. Als sie Ja'far gefunden haben nach der Schlacht, war sein Körper übersät gewesen mit Wunden. Es wird gesagt, dass er über 90 Wunden hatte an seinem Körper. Er war tot. Ja, über 90 Wunden, Verletzungen hatte er an seinem Körper gehabt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte über Ja'far später zu seiner Familie, dass Allah Ta'ala ihm anstelle seiner beiden Arme was gegeben hat, 2 Flügel, mit denen er durch das Paradies fliegt. Und deswegen, wie heißt Ja'far? Wie ist der Beiname von Ja'far ibn Abi Talib? Weiß jemand? Ja'far al-Tayyar, Dhul Junahain. Ja'far, der Pilot. Der Pilot des Paradieses. Al-Tayyar, der Vogel des Paradieses. Ja? Der mit den beiden Flügeln. Subhanallah. Allah Ta'ala, er hat ihm als Ausgleich dafür 2 Flügel. Und das ist ganz, ganz wichtig. Immer dann, wenn du bereit bist, etwas für Allah zu opfern, gibt dir Allah als Ausgleich dafür etwas Besseres. Sei dir dessen sicher. Wer von uns würde nicht lieber 2 Flügel haben, ja, mit denen er fliegen kann? Ja? Subhanallah. Und deswegen, was sagt unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Innaka lan tada'a shay'an lillah. Du unterlässt nichts für Allah subhanahu wa ta'ala, illa wa abdalaka Allahu azza wa jalla bihi ma huwa khayrun laka min. Außer dass Allah subhanahu wa ta'ala dir als Ausgleich dafür etwas gibt, was besser für dich ist. Etwas gibt, was besser für dich ist. Und genauso war es auch mit Ja'far ibn Abi Talib gewesen. Wer muss jetzt das Banner übernehmen? Wer ist die Person Nummer 3, die der Prophet festgelegt hat? Na, nochmal als Erinnerung, auch die andere. Nicht immer dieselben, war doch alle da gewesen jetzt. Ja. Abdullah ibn Rawah. Abdullah ibn Rawah, er zögert. Subhanallah. Er war so motiviert gewesen, er hat selbst die Leute motiviert. Aber er zögerte. Einen Moment. Und das zeigt uns auf, dass die Sahaba auch nur Menschen gewesen sind. Sie sind auch nur Menschen gewesen. Und das ist der wahre Dschihad. Das ist wahres Heldentum. Ich habe Angst und ich tue es trotzdem. Wer von uns hätte nicht Angst vor dem Tod? Und dann sagt er einige Gedichtsverse auf, mit denen er sich selbst motiviert. Aqsamtu ya nafsu latanzilannahu. Latanzilanna au latukrahanna. Ja, ich schwöre, oh mein Nefs, du wirst sozusagen in die Schlacht gehen. Ja? Du wirst hinuntergehen oder ich werde dich dazu zwingen. Ich werde dich dazu zwingen. Dann hat er noch einige andere Gedichtsverse aufgesagt, ja, mit denen er sich selbst motiviert hat. Ja? Und er nahm dann das Banner in die Hand und subhanallah, er kämpfte und er sollte ebenfalls in dieser Schlacht fallen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er berichtete den Muslimen davon in Medina und er sagte, Qutila Abdullah. Was jetzt? Alle drei, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam festgelegt hat, sind tot. Was soll jetzt geschehen? Und jetzt kommt ein Mann mit dem Namen Thabit ibn Aqram ibn Tha'laba.
Dieser Mann sollte jetzt eine wichtige Rolle spielen, dieser Thabit. Und zwar, er nahm das Banner vom Boden, das ist auf dem Boden. Alle drei, die das Banner trugen, sind tot. Und er hält es hoch. Und er fragt, ja, Ma'ashar al-Muslimin, istalihu, und er sagt, ja, Ma'ashar al-Muslimin, istalihu ala rajulin minkum. O Muslime, einigt euch jetzt auf jemanden, der das Banner tragen soll. Dann sagt einer, du übernimmst das Banner. Und es war jemand gewesen, der Erfahrung hatte. Er hat schon an der Schlacht von Badr teilgenommen. Du übernimmst das Banner. Er sagte, ma ana bi fa'il, ich werde das nicht tun. Weil er wusste, es gibt bessere Leute als er. Da gab es jemanden, von dem wir gesprochen hatten, der ganz frisch Muslim geworden ist. Wer war das gewesen? Khalid ibn Walid. Ah. Warum hat der Prophet sonst nicht Khalid gleich von Anfang an zum Anführer gemacht? Der Grund ist, er ist gerade Muslim geworden. Das ist noch nicht seine Zeit gewesen. Und er hat auch gar nicht damit gerechnet, dass er als neuer Muslim, als Konvertit sozusagen, ganz frisch zum Islam übergetreten, ja, als jemand, der vorher den Islam bekämpft hat, dass er in irgendeiner Weise Verantwortung tragen könnte. Aber subhanallah, sie einigten sich auf Khalid, weil sie wussten, Khalid, das ist jemand, der hat Erfahrung, der weiß Bescheid. Zwar gerade erst Muslim geworden, aber der weiß ganz genau Bescheid. Und subhanallah, ja, als Khalid dann diese Bürde auf sich nahm, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina, und jetzt hat ein Schwert von den Schwertern Allah subhanahu wa ta'ala das Banner in die Hand genommen. Und den Allah ta'ala zum Sieg führen wird. Subhanallah. Was machte Khalid? Khalid, er wusste, er kann gegen diese Riesenarmee nichts ausrichten. Wir sind einfach überlegen, es sind zu viele. 10.000, vielleicht 15, wir wissen es nicht. Es war auf jeden Fall eine Übermacht gewesen. Eine große Übermacht gewesen. Und es wurde schon dunkel und sie haben sich überlegt, was machen sie jetzt? Und er sagte, wir werden jetzt es so machen, dass es den Anschein hat, als hätten wir Verstärkung bekommen. Und wie tat er das? Indem nämlich die Leute, die auf der linken Seite gewesen sind, jetzt auf der rechten Seite stehen sollten. Und umgekehrt genauso. Und die Leute, die hinten standen, sollten jetzt an der Front stehen. Und als am nächsten Morgen der Feind sah, dass da ganz andere Leute standen, obwohl es dieselben waren, dachten sie, die Muslime hätten jetzt Hilfe bekommen. Und es könnte sich um eine Falle halten. Und diese Chance nutzte aus, diese Stunden, wo der Feind nicht sicher war, sollen wir angreifen, sollen wir nicht angreifen, nutzten die Muslime aus, um nach Medina zurückzukehren. Und das zeigt uns nochmal, subhanallah, die Muslime sind realistisch gewesen. Sie wussten, sie können diesen Feind nicht ausrichten. Der eigentliche Sieg lag darin, dass sie den Feind etwas ausgewischt haben, eins ausgewischt haben, dass sie gezeigt haben, sie lassen sich nicht unterdrücken, dass sie Präsenz gezeigt haben und dass sie es geschafft haben, dass von den Muslimen nur sehr, sehr wenige getötet wurden. Es wird, wie ich gelesen habe, verschiedenen Quellen, einige über 30 wurden getötet, also nicht viele am ersten Tag. Und Khalid ibn Walid, er nutzte das aus und sie kehrten zurück nach Medina. Aber als sie in Medina angekommen sind, subhanallah, haben einige Muslime sich geärgert. Und sie haben gesagt, ja, ihr seid geflohen vor dem Feind, ihr seid abgehauen von der Schlacht. Und dann hörte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Worte. Ja, also sie sagten, ja, furrar, afarartum fi sabilillah, oh ihr, ja, kann man sagen, Angsthasen. Ja, seid ihr etwa geflohen auf dem Wege Allahs? Furrar ist jemand, der flieht, ja, der immer wieder abhaut. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, leysu bil furrari walakinnahum al kurraru inshallah. Das sind nicht Leute, die geflohen sind, sondern es sind Leute, die inshallah wieder kämpfen werden. Und so sollte es sein, Khalid ibn Walid, subhanallah, er sollte das Schwert Allah subhanahu wa ta'ala sein. Das heißt, Khalid ibn Walid, er hat alhamdulillah es geschafft, die Muslime vor einer gewaltigen Niederlage zu retten, durch seine Kriegslist, welche er angewandt hat bei dieser Sache. Jetzt ist es natürlich so, dass diejenigen, die gestorben sind und ihre Angehörigen, unglaublich traurig gewesen darüber, dass sie gestorben sind. Insbesondere auch wer? Insbesondere die Familie von Ja'far ibn Abi Talib. Wer war denn die Ehefrau von Ja'far ibn Abi Talib gewesen? Das ist auch eine wichtige Persönlichkeit. Ja, Esma bint Umays, sehr gut. Esma bint Umays. Und als Esma bint Umays davon hörte, fing sie an zu weinen.
Es war für sie unglaublich schwierig gewesen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, sie haben jahrelang im Exil gelebt und jetzt kehren sie zurück in ihre Heimat und jetzt verlieren sie ihren Ehemann. Was für ein Schicksalsschlag. Es war nicht einfach gewesen für sie. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte den Leuten, اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. Macht für die Familie von Ja'far Essen, bereitet für sie Essen vor. Warum? Weil sie jetzt beschäftigt sind mit ihrem Verstorbenen. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Heutzutage ist es häufig so, dass die Tradition die ist, dass wenn jemand einen Todesfall hat, dass die Familie, die den Todesfall hat, Essen für die anderen macht. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Dass die Freunde und Angehörigen Essen für die Familie machen. Warum? Weil die Familie beschäftigt ist mit der Trauer, damit, dass der Tote beerdigt wird, etc. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er nahm auch die Kinder von Ja'far ibn Abi Talib in die Hand und hat sie getröstet. Und er hat dann auch zu Asma bint Umays gesagt, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Warum? Weil ich bin derjenige, der sich um deine Kinder in der Dunya und im Akhira kümmern wird. Hast du Angst, dass sie verarmen werden? Wa ana waliyuhum fid dunya wal akhira, obwohl ich mich ihrer annehmen werde in der Dunya und im Akhira. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ließ sie 3 Tage lang wirklich ihre Emotionen zeigen, weinen. Und sie haben teilweise sehr, sehr stark geweint. Und nach 3 Tagen ging dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen und sagte, La tabku ala achi ba'd al-yawm, ud'u li bani achi. Weint nicht über meinen Bruder, er nannte Ja'far ibn Abi Talib seinen Bruder, ab heute, sondern ruft für mich die Söhne und die Kinder meines Bruders. Und er nahm dann die Kinder zu sich und hat sie getröstet und hat sie gestreichelt. Sallallahu alaihi wa sallam. Asma bint Umays ist eine ganz besondere Frau. Wen heiratete denn Asma bint Umays nach dem Tod ihres Ehemannes Ja'far ibn Abi Talib? Abu Bakr al-Siddiq. Und nach Abu Bakr al-Siddiq heiratete sie wen, nachdem er gestorben war? Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auf was hindeutet. Subhanallah, die Sahaba waren unter sich nicht so gewesen, wie es teilweise heute von einigen Gruppen aufgezeigt wird, dass sie sich gehasst haben. Ali heiratet die Witwe von Abu Bakr. Manche sagen, Ali und Abu Bakr waren Erzfeinde gewesen. Er hätte ja auch nicht seine Witwe geheiratet. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Begebenheit, wo der Sohn von Abu Bakr von Asma, also es ist ein Halbbruder gewesen, und der Sohn von Ali, die hießen beide Mohammed, zusammengesessen haben und beide gesagt haben sozusagen, wessen Vater besser ist. Und dann haben sie sozusagen, der Sohn von Ja'far, Entschuldigung, Ja'far hieß Muhammad ibn Ja'far und Muhammad ibn Abi Bakr, die hießen beide Muhammad. Es waren beide Söhne von Asma bint Umays gewesen. Und dann eines Tages, als sie schon mit Ali ibn Abi Talib verheiratet gewesen war, das heißt, die Söhne waren schon groß gewesen, erwachsen gewesen, haben sie darüber diskutiert, wer dann eine bessere Abstammung hätte. Der Sohn von sozusagen Abu Bakr und der Sohn von Ja'far. Und dann haben beide diskutiert und dann hat Ali gesagt, komm, wir rufen mal eure Mutter. Und dann haben sie die Mutter gerufen und haben sie gefragt, und du entscheidest jetzt, wer von uns beiden hat die bessere Abstammung? So beide sind ihre Söhne, aber von verschiedenen Vätern. Und dann meinte Asma bint Umays, dein Vater, also der Vater, und er meinte, sie zeigte damit auf Ja'far, ist der Beste unter den Jugendlichen gewesen. Und dein Vater, und er zeigt dann sozusagen auf den Muhammad ibn Abi Bakr, ist der Beste unter den älteren Muslimen gewesen. Ja, was noch aufzeigt, dass Alhamdulillah die Beziehung zwischen den Sahaba eine sehr, sehr harmonische Beziehung gewesen ist. Das ist die Schlacht von Mu'tah gewesen. Eine sehr, sehr wichtige Schlacht, die wie gesagt auch noch große Auswirkungen haben sollte auf spätere Ereignisse. Es war die erste Schlacht gewesen gegen die Byzantiner. Es gab noch einige andere kleine Ereignisse in Bezug auf diese Schlacht, die ich jetzt aber auf zeitlichen Gründen einfach mal auslassen werde, inshallah ta'ala. Das sind die wichtigsten Ereignisse dieser Schlacht gewesen. Eine Schlacht, die mit dem Verlust wichtiger Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam verbunden gewesen ist. Eine Schlacht, wo zum ersten Mal der Name Khalid ibn Walid wirklich im Vorschein tritt und wo die Muslime zwar nicht vielleicht einen Sieg errungen haben, aber auf weite Sicht gesehen sehr, sehr viel dazu gewonnen haben.
Gut, Jazakumullah khairan, barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit. Subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullah khairan.